Zuletzt bei Super Mario Galaxy. Wir machten einen Ausflug zur Glasstrandgalaxie, wo wir auf etwas Erholung von den ganzen vergangenen Strapazen erhofften. Dies war jedoch nicht der Fall. Da Mario wohl das Schwimmen verlernt hatte, war unser Aufenthalt dort eher ein Krampf. Jedoch schafften wir es, das Unterwasserrätsel zu lösen, als auch das Pinguinrennen zu gewinnen und somit zwei weitere Sterne zu ergattern. Um etwas von dieser Schwimmtragödie an diesem traumhaft schönen Strand zu entspannen, spielten wir die hochtoxische Testblasengalaxie, in der wir auf sehr schmerzhafte Weise getötet werden sollten. Nun steht noch ein Stern am Strand aus, an den wir uns heute wagen werden. Drückt uns die Daumen. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Super Mario Galaxy. Wow! Ich freue mich, wir sind wieder in der Glasstrandgalaxie und ich darf jetzt wieder mit der Super Schwimmsteuerung mir die Sterne holen und yay! Das Rätsel der Strudelhöhle. By the way, Strudel, es ist momentan ja so Weihnachtszeit und ich bin gerade wieder voll auf Apfelstrudel mit Vanilleeis-Hype. No joke, no joke, ich liebe das Zeug. Ja. Okay, da habe ich kurz den Dämon in mir rausgelassen. Aber ja, passiert. Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Ich würde sagen, wir schwimmen jetzt einfach mal zu dem Tor, das uns da in dieser Ansicht gezeigt wurde. Wie heißt das? Eine Shell. Vielleicht kann mir der... Ich möchte meine Shell ungern abgeben, aber ich glaube, ich muss meine Shell abgeben. Hier war nur Luft drin? Ernsthaft? Ich habe meine Luft aufgebraucht, um neue Luft zu bekommen? Das war ja mal komplett kontraproduktiv. Sprachenlernen, Bubble. Aber mit denen geht's deutlich einfacher als mit den anderen. Hier ist nur ein Leben drin? Soll ich mal einen auf das... Hey, Mario. Ja? Luft holen. Ah, perfekt. Geht doch. Und Mario, jetzt da rein. Ja, da rein. Das ist richtig. Und jetzt hoch. Das machst du schon sehr gut, Mario. Weiter, 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 weiter. Yay, wir haben es geschafft. Und hier dran erinnere ich mich sogar noch. Warum auch immer. Hui. Fette Fledermaus. Ich habe das Gefühl, dass mein Dings heute irgendwie nicht so ganz will. Mein Controller. Aber das ist ja nicht so schlimm. Piu, wir haben die Fledermaus geflutet. Ich glaube, das war Tierquälerei. Ah, jetzt kommt dieser Planet. Den habe ich damals gehasst, aber an sich ist der, glaube ich, gar nicht mal so schwer, wie ich ihn in Erinnerung habe. Hoffe ich. Ich weiß nur, dass man theoretisch hier gut shortcutten kann. Jedoch, dieser Shortcut teilweise echt schwer sein kann. Hier müssten wir safe sein. Ja, hier sind wir safe. Ja. Und so funktioniert das Zeugs halt. Immer den Teilen ausweichen. Allgemein, es ist typisch Mario Galaxy. Einfach überleben. Egal, was ist überleben. Gehst zum Bäcker, kaufst dir ein Brötchen. Hauptsache überleben. Jetzt kann ich, glaube ich, hier drauf. Ja. Oder? Ich habe mir nicht gemerkt, wo er war. Also wo er wieder zum... Okay, gut. Dann weiß ich, wo ich hin muss. Ich spiele halt immer ein bisschen vorsichtiger, damit ich nicht das ganze Level theoretisch nochmal spielen muss.
Ui, das war close. Okay. Er kommt bis hier vorne, aber ich weiß ja, wo er hingeht. Dann kann ich mich hier gleich positionieren und dann einfach wieder mitlaufen. Da dachte ich gerade, das wäre mein Tod. Das war etwas sehr risky. So. Got it. Und da habe ich ihn jetzt noch einmal unter dem herkommen. Das dürften wir eigentlich schaffen. Man muss ruhig spielen, dann kriegt man es sehr gut hin. Und somit war das wohl der einfachste Stern dieser Galaxie. Mal gucken, was als nächstes kommt. Ich glaube, den gibt es hier als Risikokometen, wo die Teile einfach doppelt so schnell gemacht wurden. Oder das war aus irgendeinem Hack, ich weiß es nicht mehr genau. Wir werden sehen, wir werden sehen. So. Tränengalaxie, Ausbruch der Riesenaale. Und es ist wieder eine Schwimmgalaxie. Oh nein. Nein. Ich erinnere mich. Und das waren alle. Ja. Puh. Ah, und perfekt. Wir sind direkt beim Stern. Hui. Es war doch einfacher als gedacht. Aber ich musste mich schon kurz konzentrieren. Und jetzt bitte eine Galaxie, die nichts mit Schwimmen zu tun hat. Die Phantomgalaxie. Cool. Den Kometen machen wir nächstes Mal, weil ich meine, das ist genau die gleiche Mission, die wir vorhin schon mal gemacht haben. Rette Luigi aus dem Spukhaus. Oh, das ist eine tolle Mission, an die erinnere ich mich. Aber ich erinnere mich auch an die, die danach kommt. Die ist auch nicht ohne. Aber die ist toll. Allein auch, dass die Galaxie am Anfang die ersten paar Meter erstmal auf dem Kopf steht, ist total cool. Wie mache ich euch nochmal aus? So? Nee. So. Aber das ist gar nicht so wichtig, weil ich meine, hier gab es irgendwo einen Stein, den man zerdeppern konnte. Und aus dem hat man dann einen Stern bekommen. Wenn ich mich recht erinnere. Aber ich weiß auch nicht mehr. Oh.
Und ich meine, hier kriegt man jetzt sogar noch ein cooles neues Item eingeführt. Und wir betreten die Luigi's Mansion. War ja klar, dass Luigi wieder in der Geisterwelle festhängt. So, da haben wir den. Wer hätte es gedacht, dass sich hier auch noch ein Geist befindet? Gut. Das geht ja einfach zum Glück. Hier gibt es nichts Interessantes. Schauen wir mal weiter. Was gibt's hier? Ah, hier sind wir. Doch, ich kann mich noch recht gut an die Galaxie erinnern. Aua, du blöder Hund. Und wieso sieht der Boden hier so brüchig aus? Ich habe Angst, dass ich da irgendwie durchfalle. Die ist aber auch schön gestaltet, die Galaxie. Man hätte vielleicht den Raum noch ein bisschen mehr dekorieren können, aber sonst ist die echt cool. So, dann haben wir Nummer 4. Und Mini-schwarze Löcher, das ist einfach schwarze Löcher im Taschenformat. So, schwarze Löcher to go. Aber jetzt laufe ich wieder rüber. Und wir fliegen einmal um die Mansion herum. Ui. Geschafft. Perfekt. Ich glaube, da vorne am Fenster wäre jetzt Luigi gewesen, aber ja, passiert. Sind wir jetzt nicht dran gekommen. Aber ich glaube, hier gibt es jetzt das coole neue Zeug, was ich euch zeigen wollte. Ja, hier, bei der Fragezeichenmütze. Und zwar den Geisterpilz. Bedeutet, wir haben jetzt Geister-Mario. Bedeutet zudem, wir dürfen nicht ins Licht. Deutlich besser als schwimmen. Nein, 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 nein. Wie kann ich denn hochfliegen? Ah, Mann! Die Frage aller Fragen, wie kann ich hochfliegen? Oder kann ich überhaupt hochfliegen? Ja, muss ich ja eigentlich, oder? Au! Ach! B-Spammen. Ja, perfekt. Somit haben wir auch diese Mission geschafft. Und Luigi gibt uns den Powerstern. Und anstatt, dass wir ihn retten, hauen wir jetzt einfach mit dem Stern ab. Ja, man merkt, die Level werden etwas schwieriger. Ah, nee, wir nehmen Luigi sogar mit. Die Level werden schwieriger und, ja... Wir haben auch jetzt schon ein ganzes Teil des Spiels geschafft. 33 Sterne. Damit würde ich mich verabschieden. Ich würde sagen, man sieht sich das nächste Mal. Und willkommen zurück. Und Luigi ist jetzt anwesend. Ah, cool. Und ich würde sagen, man sieht sich das nächste Mal. Adios. Schaut euch gerne auf dem Kanal um. Lasst ein Abo und ein Like da.
Und ich würde sagen, man sieht sich. Adios!